Wir hüpfen mal wieder auf die neue Karte und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Yeats. Aber mit Leertaste Tab und das haben sie immer noch nicht gefixt. Ja, das hat Serafina auch schon gehabt oder immer noch gehabt. Immer noch. Dafür ist das Einfrieren offenbar verschwunden. Aber ich freue mich nicht zu früh. Ja, wollte gerade sagen. Escape kann ich auch nicht drücken, passiert auch nichts. Drück mal Alt F4, mal gucken, ob das geht. Na, dafür ist Serafina. Nein, der zieht nicht mehr. Also, klappt irgendwann schon nochmal. Drücken sollst du nicht ziehen. So wie auf dem Klo. Lass dir mal was Neues einfallen, das Ding ist schon langsam ausgelutscht. Das Klo? Nein! Du sollst nicht dran lutschen. Oh Leute. Wir sind ja schon wieder auf Outback. Die haben ja 3 Cars. Kann ich nicht sehen, das funktioniert wieder nicht. Drück mal Tab. Oh, wir haben 2 L's. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Ja doch, konnte eben am Anfang das hier Tab drücken. Bounce. Und dann nach dem Auswählen des Operators ging es nicht mehr. Ich glaube, die sind oben im Büro. Lass mich los. Die Geisel wurde lokalisiert. Gut, ein Fragezeichen, ein Capcom, reicht mir. Mossi. Ja, glaub ich zum ersten Mal Mossi so. Boah, wie man hier einfach nicht mehr durchkommt seit dieser Bearbeitung. Mann! Ohne zu fett. Einsatz in 10 Sekunden. Ey, Ubisoft zu doof. Alle markiert. Noch 5 Sekunden. Mach ich jetzt mit meiner Drohne. Sichtkontakt mit gibt jemanden eins mit. Schön lieb haben. Nein! Oben sind sie, gell? Mhm. Ja. Beinahe die Drohne vergessen. Tanja, was hast du denn vor? Das ist ein Plan, hä? Meinst du? Junker. Eine Kapkan-Mine weg. Ja, da ist der Junker. Aktiviere Drohne. Einmal Mozzi-Kram weg. Gucken, ob der Oryx hier offen hat. Nee. Oh, was? Von wo denn jetzt? Ah, jetzt, ja, genau, jetzt ist er. Das ist er. Aruni war Doppelstockbetten hinten. Okay. Ah, nö! Oh! Mossi, Aruni und Oryx. Alle 3 Partyraum. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Ja, Aruni ist jetzt hinten. Haben wir nicht geguckt. Wirst du merken, wenn es Bumm macht. Oh, diese Schrittgeräusche. Ich kann ja mal versuchen zu schweben. Was soll der Herr, Mr. Götter?
Eigener Trupp neutralisiert. Jetzt kriegt Oryx Punkte, weil er das Loch aufgemacht hat. Das ist so verwirrend mit den Schrittgeräuschen. Ja, das ist echt komisch. Das war aber die letzten Tage nicht so schlimm. Und dabei gab es gar kein Update. Dann muss es ja von den Servern kommen. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Stopp, stopp. Nicht Kompressor, ehemals. Nicht Doppelstock, aber hier, was ist denn hier? Waschküche ist das. Geisel gesichtet. Ja. Na, Jäger haben sie. Hallo, oh Gott, ist. Schon mute. 5 Sekunden. Geisel gesichtet. Freigabe für Einsatz erteilt. Jäger. Alter, bist du schwerfällig. Und ein Fragezeichen. Oh, Monty. Kackschrottblende. Bei den Duschen ist einer drin. Nachladen! Jetzt hab ich mal wieder nach oben geguckt, wo keine Luke mehr ist. Einmal Jäger weg. Einmal Jäger weg. Tatschanka auf der Treppe im Hotel. Mute. Halbe Energie. Ein verbleibender Operator vom Rook im Bad. Bei der Außenwand, na gut, ist markiert. Tatschanka auch noch Doppelstock. Hier hinten was offen? Das weiß ich nicht. Unten wäre das Bad offen, wenn du da rein willst. Noch 45. Boah, was? Wie der schon schießen kann, obwohl bis der Kopf draußen ist. Woher weiß er, dass ich da bin? Weil der markiert. Wieso war da ein Ping? Also normale Kameras waren nicht mehr da. Ja, da hinten sowieso nicht. Hatten die Puls? Waren dann alle markiert? Wir hatten noch ein Fragezeichen. Aber die stationäre hinten bei diesem Eingang mit den Türen links und rechts sind auf jeden Fall kaputt. Da kann man ja auch noch bis dahin gucken, wo du geguckt hast.
die beim Hai da hinten, die außen. Ne, die linke außen hinten, die habe ich kaputt. Na, die beim Hai. Die hast du kaputt gemacht. Die habe ich auch nicht mehr gesehen. Weil sie kaputt war. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Was ist denn das für eine lange die Treppe hier fehlt. Na, ja, 5 Stück passen ein. Oder waren es 4? Hm. Ne, 5. Na, 5. So. Nicht schießen, Achtung, nicht schießen. Die Gegner haben Sichtkontakt zur Geisel. Bilde die Kampfmatte aus. Ach, den kann man bloß weg explodieren. Ja, nur mit Dings kannst du den wegmachen. Hm. Granate. Ja, Namen. Ja. Lade nach! Ah, was? Oh. Oh. Die Gegner haben die Geisel. Gegner haben die Geisel nicht länger unter Kontrolle. Geisel von Gegnern gefasst. Blau bringt Blau. Gegner haben die Geisel verloren. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Seraphine hat einen Lieblingsoperator. Wieso? Nähert sich Clash langsam an. Nee. Erst kommt Blitz. Ja, ich habe die Franzosen fertig und ja, ich spiele Montagne weiter. So. Damit ich das nur mal klargestellt habe. No. Der mal klar.
den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Lock Kamerafrau. Ah, ich glaube, die feiern Küchenparty daneben nicht. Lukas zu. Letztes bei der Luke. Nein, das ist mit ein. Kamerafrau kennen wir ja schon. Huch. Einsatz in 10 Sekunden. Haben wir auch schon. Noch 5 Sekunden. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Solange ich nicht wieder C4 fressen muss, ist ja auch. Dorn ist die letzte. Der Merrick. Auf zur anderen Seite. Das denn. Meine Razorblume ist kaputt. Zorn ist tot. Maestro ist direkt bei den Waggons. Junker ist auch Geschichte. Aua, aber! Oh Mann, lese es an der Kamerafrau. Aua. Kamerafrau tot. Also die letzten beiden direkt bei der drin. Oh, so. Ja, von dir. Noch 35. Brauchen wir nicht. 25. Letzte Gasgranate von Kelchmann. Drückt eine Ecke Außenfenster im Raum. Da liegt er. Sobald die Bedrohung neutralisiert ist, ein Gegner verbleibt. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Montagnen Schildkrötenformation. Wie alleine? Ja. So eine halbe Schildkröte, weißt du? So eine hockende. Das kannst du Twitch spielen, aber also brauchst du ja gar nicht. Was nee. Oder nicht? Ich hoffe, dass er es jetzt gezählt. Aber lieb, dass du an mich gedacht hast. Aber nee. Immer. Hä? Bei jedem Kopfschuss denke ich an dich. Solange sie dich vorstellt, dass es mein Kopf war. Na doch, greife ich besser. Den kleines Arschloch. So ein Dickschädel habe ich gar nicht. Es ging ja nicht um die Größe. Ach toll! Ich merk's mir. Auch wenn es keiner zugibt, am Ende geht es aber immer um die Größe. Frag nach bei Brianna. Oh, Kühlraum. Ah, was ist das denn? Da ist sie ja. Ich heiße nicht Mozzi. Sehr schön. Kapi Kap kam als Veranstalter. Iha, aha.
Dann Frauen haben sie auch als Feind. Ja, aber die machen sich ja vorher bemerkbar. Kapkamin, die blinken und schreien ja nicht rum. Weiter zu seiner Position. Das sagst du. Du hörst das bloß nicht. Ihr werdet bestimmt wieder an der Treppe irgendwo eins hingesetzt haben. Hat nicht mehr. Noch mehr gesehen? Warte, dies meinte keine Razorblumen. Eine Kapkanine weg. Zweite Kapkanine weg. Keine Granate an. Einmal Jäger kam. Scheiße, wo war denn das Ding? Okay, dann hab ich's nicht gesehen. Hab ich dich! Maestro, hab ich. Letzter verbleibender Gegner. Da ist jetzt Nummer 1. Den Behälter sicher. Irgendwo. Oh Mann. Nein, Cloak ist es, Cloak. Ist es Cloak oben? Des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert. So kann ich jetzt nicht rennen. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Ich dachte, der hat doch gerade kaputt gemacht, aber das Rennen ging nicht. Ja, renn doch mal. Ging nicht. Ich habe an der Luke keine Granate gesehen. Ich weiß nicht, wie die da war. Die hat bestimmt oben an der Decke irgendwo gehangen, aber ich habe, wo ich runtergesprungen bin, habe ich mal voll eine mitgekriegt. Oder hoch. Ich habe Decke eigentlich. Als ich am Mittwoch gespielt habe, sehe ich ja auch in Montagne vor mir, habe ich ihm eine Granate vor die Füße geworfen. Er stand erst in der Ecke, aber dann ist er mir nachgelaufen. Und von hinten hat ihm die Granate erwischt. Ich habe die jetzt auch seitlich abgekriegt, aber ich hatte danach noch 74 HP, also von dem her war das nicht ganz so schlimm. Na, er war hinten halt unbedingt. Was denn gerade? Ja. 5 Sekunden noch. Macht man das so, ist Brianna. Das ist ein Pappnase, ne? Dann wird doch nie jemand davor. Die komische Bewegung da vorhin. Ja, ja, immer diese Ausreden. So, jetzt wollte ich. Hier, der Doc will dich heilen, bleib stehen. Na, kann er machen, ich stehe ja und guck Kamera. Glas haben sie. Nur einmal, das ist aber ganz schön geizig. Da waren zwei Drohnen und ich bin gefahren. Nur in dem Moment kommst du da an. Ja. Schild. Hm. Ah, Außenwand 2. S. Ace. S. Der Arsch. Und IQ. Glas bei mir. Scheiße, schon unten drin, Schakal, unten Service-Eingang-Treppe.
ist aber dem Tresen auch scheiße. Der ist drinne bei der Lupe. Okay. Lade Munition nach. Drohne ist da auch noch, Hawkeye. Wo du Glass erwischt hast. Endlich mal freie Kamera hier. Ace an der roten Treppe, ist schon unten. Des eigenen Trupps verbleibt. Oh shit, ah, da oben noch ein Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Die blöden großen Icons, ey. Die ausufernden Bildchen, wenn man drüber geht. Wenn man über ein Bildchen geht, dann wird dieser Auswahlbereich ja größer und überlappt ja das zum Beispiel darunter oder daneben liegende Symbol. Kann man schon mal den Pfeilchen dann drücken. Sollte doch mit Papierbällchen raufkleben. Den Raum sichern. Markieren. Und da. Der hat gesagt, schon wieder weg. Achtung, die Ella kommt. Geh mal weg da. Nur noch 5 Sekunden. Da, dass ich mein Schild. Die Gegner konnten den Biogefahrgutbehälter nicht finden. Ist doch nicht mehr. Ach, die Kuhmine. Oh. Ich war hier. Ella war hier. Oh nein. Oh doch. Schildeinsatz. Schildeinsatz. Wer war denn jetzt? Drohne auf der Treppe. Hat du die Drohne? Die Gegner haben den Biogefahr gefunden. Oh nein. Nein. Achtung, werfe Razorblumen. Na, Kacke. Meine Kerlchen sind in Position. Lade nach! Ja, die Luke ist eine Drohne. Versuche, den Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutes abhalten.
Servicetreppe ist wer oben? Scheiße. Boah, zwei. Taktik. IQ mitten im Raum. Ja, und der kommt von Gegner. Zwei Razorblooms haben ausgelöst, aber die wurden alle vorher gekillt. Ja, das tut mir leid, den einen. Das eine war Bug, den ich da hinten gekillt habe, wo du das Fenster, die Razorbloom dran geschmissen hattest. Naja, macht nix. Keine Assistierung gehabt, das stimmt, Ubisoft. Ich hatte gerade die ganze Zeit Ladebildschirm los. Also wir suchen jetzt schon wieder seit 12 Sekunden. 10. 17, 18. Ja, als die Suche losging, kam dann der Hauptmenü. 20. 5 Sekunden Unterschied. Ich bin bei 30. 34, 40. 35. Das ist 4 Sekunden Unterschied. Bei Sachina 2. 503. Los geht's. Büro. Im Büro steht Nekyro. Aha. Bestimmt neben der Kaffeemaschine. Jemand zu doof, MacGyver zu schreiben. Kann wieder nicht gucken, weil Tab das denn nicht funktioniert. Doch mal Tab. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Störsender wird aktiviert. Ich hoffe, er meint dann die alte Serie und nicht den neu aufgelegten Schnulli-Scheiß da. Bleiben 5 Sekunden. Hey, lauf, 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 lauf.
das ja mute schon. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter nicht gefunden. Sie versuchen ihn während des Angriffs aufzuspüren. Ja, jetzt rennt da was. Frech. Die Amaru. Da darf man nichts rennen. Ich hab noch keine Weste. Razorblum geht raus. Oh, viele Kameras schon kaputt sind. Neuer Eingang, kommt da rein. Doch nicht. Störsender bereit. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sehen. Oh. Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutbehälters. Amaru, Amaru, Amaru! Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter gefunden. Ja, vielen Dank. Oh, Amaru im Partyraum. Und Klavier ist jemand. Tür verrammelt. Tischfußball ist auch noch jemand. Ja. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde ausschalten. Drin? Nee. Da raus. Oh, da. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Ah, wieso? Dicker Kopf. Mission gescheitert. Warst du dicker Kopf oder sie dicker Kopf? Nee, ich dicker Kopf. Ah, wirklich dicker Kopf. Ich spiele dann immer mit der Shotgun und dann wird das nichts. Ach, dann lass es doch einfach. Ich brauch die Kills. Nee, da war ich falsch. Frost die zweite. Vielleicht klappt es ja bei den Spielern. Das werde ich dir noch geraten haben. Hä? Ja, dass die da oben rein haben mit den Fenstern. Ja, versuch uns einfach mal. Mhm. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Ich hab doch so leicht die Orientierung geschwächt. Links, rechts, geradeaus. Boah, doofes Ding, ey. Mein böses Auge knüpft sich am Bastion. Da ist eine Drohne. Stacheldraht verlegt. Machst tot. Es bleiben noch 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Alles steht. Lege Willkommensportal. Da ist wer. Ich glaube, das LMGE haben sie, Amaru haben sie auf jeden Fall. Boah! Vor den Gegner weggepustet. Und ein Garagenwand ist offen. Entschuldigung. Ja, schlage nach. Fitz hat mir eine mitgegeben. Boah! Viel los bei den Matten oben. Aber alle nach draußen. Alter, da war ein Kameraleute.
beide Schockkrone im Arsch. Keiner will in die Matten oben, Mann. Hier geht auf, MG. Okay. Ein Gegner verbleibt. Gegner ist Missionserfolg für eigenen Trupp. Immer schön Tab drücken. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde... Oh, geil. Rosalie. Wo sind sie denn? Oben. Okay. Büro? Das Klavierräumchen. Nee, nicht Büro. Alles klar, Klavier. Also das andere oben. Ach so. Und Smoke ist in Frau Frost, haben sie... Dann erschieß es. 10 Sekunden bis Einsatz. Hast du sowieso gesagt, du kannst keine Katzen leihen. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Danke. Oder hast du das nur gesagt, wo ich drin gesteckt habe in dem Kostüm? Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Lange her. Alter, wo bin ich denn? Weiß nicht, wo bist du denn? Bist du auf Küste? Frost. Ja, immer noch. Kommt er hinter dein Bett vorgeschlichen. Finca soll sich jetzt wieder aufstellen können mit dieser Operation, wenn sie verletzt ist. Luke ist offen im Klavierzimmer. Aktiviere Adrenalinschub. Oh, Finger. Gerade jetzt, wo es reingeht, ey, so ein Kack. Werfe eine Splittergranate. Frau Frost Motel-Treppe. Tot. Nein, nachladen. Hä, wieso ist jetzt eher nachladen? Montagne, Montagne sag ich schon. Tachanka ist irgendwo da hinten beim Schild. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Ich habe irgendwelche Hitmarker mit der Granate bekommen. Weiß auch nicht, was. Oh Gott, das mit Montagne muss ich noch üben, das Schießen, ey. Na, üb mal. Nachladen ist immer noch, ja. Man kann bei Terroristenjagd einstellen, ob man nur Kopftreffer gelten lässt.
Okay. Ach so, das ist ja cool. Na, ich gestern oder vorgestern ein bisschen. Aber das ist nur bei Einsamer Wolf. So. Oh. Einsamer. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Böms immer gegen die Wand donnern. Nicht Büro, hinten wieder Klavier. Frau Frost haben Sie wieder. Bringt gerade am Dusch. Oh, Jäger. Nee. Geh weg. Jäger, Duschfenster eine Matte an. Hm, Frau Frost guckt schon wieder. Noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Die Schaufel da im Auto. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sicher. Oh, was mach ich denn? Was machst du denn? Schon wieder dein gespawnt. Oder nicht hinlässt? Ja. Ich hab eine Drohne geworfen, was ich nicht wollte. Wolltest du die Tankstelle hochjagen, ja? Wo bin ich denn noch dahin? Lieber jetzt so ein Adrenalinstoß als später, wenn er nervt. Und das für eine Fähigkeit, die eigentlich unterstützen soll. Also wo sind sie jetzt? Klavier. Klavier wieder. Gleiche Ecke. Die schon in der Luft Gas gibt, die Drohne. Luke ist wieder offen. Was? Gibt's doch nicht. Wo soll die wohl wissen hin? Aua. Ah, noch mehr, Frau Frost. Aus der Wolke raus. Frau Frost, Motelltreppe. Durch. War das eine Ratte? Schlimm. Wo ist Montagne hin? Er ist kurz verhindert. Auf Klo. Hey, da muss ich die Schnürsäcke finden. Auf dem Klo. Auf Klo? Nein! Und ein Kompressor, ehemals Kompressor. Das ist halt eh gemein. Frau Frost! Und die Brianna wieder. Ja, Spritzmann. Nein, 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 nein. What is it? Das war doch schon um die Ecke. Das ist ein Kack, ey.
Einsatz. Nein. 5 Sekunden. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Mit der Garage gibt es erst recht keine Rausrenne mehr. Das ist so schade. Lieber hier draußen als da drin. Aktiviere Drohne. Oh, was, wieso ist denn da noch ein Fenster? Kacke. Mit dem letzten Schuss, Alter. Wieso, was macht Finka denn? Wieso macht die nix? Jetzt bloß kein Adrenalinstoß. Doch, ich brauch. Dann kriegst du meinen, ich will den nicht. Scheiße! Kack, ey. Frost bei der Jukebox in dem Raum, im Restaurant. Doc ist hinter dir, MG, hier. Okay. Hier Rezeption? Ja. Sag ich mal Hallo. Das sind hinter dem links. Hinter dem Tresen? Trennwand? Links? Trennwand. Küchentrennwand? Okay. Also links jetzt. Da. Ja. Oh, knapp, ey. Eine Minute, jetzt brauche ich mal so einen Adrenalinstoß, Finka, jetzt mal! Ach, jetzt plötzlich brauchst du, ja. Kriegst meinen aber nicht wieder. Ja, jetzt gibt die mir keinen. Oh, Frau Frost, du willst wohin? Na weg. Das ist ja nicht Frau Frost. Oh, hä, der steht in der Ecke und guckt zur Tür und schießt und trifft mich, hä? Der hat wieder auf seine Tür geguckt und hat mich Also die Optik hier war ganz anders, so ein optischer Kack, ey. Ja, aber dass der dich noch kriegt. Na, ich hatte jetzt nicht so. Oh, Schrotflinte. Nicht so viel Entfernung, war jetzt auch nicht so kurz. Erstes mit dem Nachladen. Da packt sie Sprengladung aus. Ich habe nochmal nachgeguckt, bevor dem Nachladen. Letztendlich habe ich wirklich R gedrückt, aber es wurde die Sprengladung ausgepackt. Und jetzt gerade eben das wieder. Wir hatten halt auch schon auf Terroristenjagd. Dass wir 5 Sekunden lang überhaupt nicht schießen konnten, da scheint es auf den Server nicht so ganz rund zu laufen. Guckt erstmal auf die Tür und schießt und trifft mich auf die Tür, die er gerade verlassen hat. Eieiei, Ubisoft. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.